Hallo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Raft. Schön, dass ihr wieder reinlohnst. Ich bin an einer großen Insel und möchte gerne die Tierstufe 3 erreichen, um mir Titanerze auch zu kaufen. Und das Problem, was ich jetzt gerade hatte, war, dass ich wiederum keine Müllwürfel mitgenommen habe und auch gar nicht hergestellt habe. Das ist gleich die nächste Nummer. Ich muss mal wieder was trinken, Leute. Es ist wieder soweit. Und das machen wir jetzt mal gemütlich. So, dafür brauche ich, dann kann ich die ja erstmal noch mal rauslegen jetzt, die Jungs. Und nehme mir lieber das hier wieder mit, weil das das Beste, was ich bisher habe in Bezug auf die Müllwürfel. Ach, guck mal. Wer hat denn da schon mitgedacht? Fantastisch. Sehr geil. Und du noch rein. Dann nehme ich euch schon mal mit. Dann muss ich wieder ein bisschen ausräumen, Leute. Ihr kennt die Nummer. So. Bolzen, Bolzen. Geil. Du noch? Okay, das ist das, das ist das. Da habe ich noch mal was bekommen. Sehr schön. Was ist hier eigentlich drin? Das ist noch so alles ein bisschen durcheinander hier in der Kiste. Okay, sage ich. Etwas Schmutz. Und der Rest ist eigentlich so gut wie Nahrungsmittel, ne? Sehr schön. Perfekt. So, dann ernte ich dich natürlich noch. Bäms, wirklich genau perfekt abgetimt die Nummer. Zack. Zack. Und der Rest kommt weg, Leute. Ich würde sagen, was habe ich hier für euch? Du da rein? Die Pilze. Okay, cool. Dann wieder ein paar Kokosnüsse. Da, 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 geile Nuss. So. Ah ja, jetzt ist die Batterie natürlich leer hier. Gib mir das. Dann, na gut, ich meine, gucken wir mal kurz. Ich glaube, habe ich hier irgendwas vorbereitet? Nee, ne? Okay, hier habe ich noch eine leere. Das brauche ich dann wieder für die Stirnlampen. Das ist natürlich sehr geil. Okay, also ich brauche Kupfer, das weiß ich. Und was brauche ich noch für die Batterien? Ach geil. Yes. Das reicht ja erstmal. Damit das Ding jetzt mal seinen Job macht hier. Perfekt. Dann würde ich mir sogar noch mal ein paar Palmwedel holen. Weil ich werde noch mehr brauchen davon, Leute. Ich sehe das doch. Machen wir das mal richtig voll hier. Perfekt, Leute. Sehr schön.
Okay, die hast du schon abgeholt, die Jungs? Dann legst du mal die Keule hier auch noch drauf. Und wir gehen eine Runde schlafen, Leute. In der Zeit macht vielleicht. Huch, wo bist denn jetzt hingeflogen, sag mal? Okay. Sehr schön. Okay, das Gerät läuft noch. Aber einer ist schon wieder fertig. Vier Stück habe ich. Das wird natürlich nie reichen, ne? Ist klar. Aber ich würde trotzdem erstmal losziehen. Das kann ja jetzt nebenbei sein Ding machen hier. Perfekt. So, die ist doch bestimmt auch noch fertig hier. Geil. So. Sehr schön, Leute. Okay. Fantastisch. Oh, das wäre so toll, ne? Wenn ich schnell hoch. Wenn ich das jetzt schaffen würde, mit dieser neuen Tierstufe. Und dann hätte ich ja sogar auch richtig geile Bitcoins, ne? Um da ordentlich einzukaufen, Leute. Tauchen könnte ich hier natürlich auch noch mal eine kleine Runde. Und ich muss den Metalldetektor natürlich anschmeißen, Leute. Denn da könnten wir ja auch noch mal einen Titan finden. So, guten Tag. Ich bin hier, um die Geinköder zu kaufen. So. Hat er dann noch was auf Vorrat? Noch einen. Okay, naja, gut. So, schmeiß doch jetzt hier mal den Metalldetektor an. Siehst du? Dahin, oder? Nee. Okay, schade. Da oben? Ah, hier. Und? Dirit? Ja, das ist sogar so eine, oder? Yes! Geil, ich habe sogar ein Bild bekommen. Ach geil, Leute. Darüber freue ich mich. Das ist doch nett. Guck mal, da können wir ja auch noch hoch. Aber hier wird bestimmt jetzt noch irgendwo so ein Schwein abhängen, ne? Bidi bip, 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 bip. Bip, 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 bidi bip, 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 bip. Bip, 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 bip. Hallöchen. Strauß? Wo bist du, Schwein? So, was baue ich mir denn dann als erstes? Ladegerät? Oder was ist denn eigentlich am wichtigsten? Am wichtigsten wäre eigentlich bisher jetzt gerade diese Motorsteuerung, weil das schon ein bisschen nervig ist, dass ich da immer zu den Motoren runterrennen muss.
Dann könnte ich das halt noch ein bisschen chilliger machen, ne? Gott, ist das ein Riesengerät. So, ich rechne hier wirklich mit dem Schwein jetzt. Hallöchen. Okay, cool. Ja, geil. Okay, ihr könnt raus. Du kannst raus. Okay, ist kein Schwein. Das wundert mich. So, und mach doch noch mal hier dein Gerät an. Siehst du? Oh, ja, hast du. Ach so, ich fahre jedes Mal selber drauf rein. Hier unten? Okay, das ist normaler Schrott, das weiß ich. 100 Pro. Okay, geil. Kupfer, Kunststoff, Kupfer. Du kommst raus. Dann nehme ich da lieber den Kupfer mit. Das ist ja klar. Und dann würde ich sagen, du kannst auch raus, genauso wie du. Und dann nehme ich lieber Kunststoff mit. Sehr geil. Unten ist ein Strauß. Ich meine, ich würde das Schwein schon gerne mitnehmen. Für die Leder-Action, ne? Aber ich habe das Gefühl, ich muss erstmal wieder die Taschen ausleeren gehen, Leute. Das geht immer super schnell, ich weiß. Mich nervt es ja selber. Guck mal, hier kannst du doch mal. Gott sei Dank. Ist immer so ein bisschen Risiko auch, dass es mal schief geht irgendwann. Bibiu. Dann könnte ich jetzt eigentlich mal eine kleine Angelsession einlegen, ne? Das würde vielleicht auch Sinn machen. Ah ja, wir haben keinen Platz. Okay, hier sieht es auch langsam knapp aus. In den Kisten. Ich muss mal was machen mit dem ganzen Kram, ne? Dass ich das auch mal loswerde. Hier noch irgendwas, was hier rein kann? Nee. So, du dahin. Dann habe ich da wieder so einen ollen Samen mitgenommen. Ihr kommt wieder her, bitte. Na gut, ich würde sagen. Dann hau die doch gleich mal hier rein. Auch wenn es wahrscheinlich nie reichen wird. Zack. Oh, das ist geil. Gut, wobei, mach's doch am besten gleich, Gedankenspiel, weil. Dann ist das schon mal in der Mache, das Ding. Und jetzt gucke ich noch mal kurz. Ja, also das hätte ich eigentlich am liebsten. Bisher. Da brauche ich also noch einen Titanbahn, Leute. Und dann hätte ich es. Tatsächlich. Das ist doch machbar, oder? Vielleicht kriegt man das wirklich mit der Insel hier noch hin. Müssen wir eigentlich, weil wenn ich dann, wie gesagt, die geilen Sachen habe.
um mir Titan selber zu kaufen, dann müsste es ja eigentlich relativ easy gehen, ne? So, das Bild kannst du erstmal hier reinlegen. Haben wir wieder so einen ollen Samen? Aus mit dir? Hab ich denn noch eine Angel, Leute? Weil dann könnte ich jetzt natürlich gleich mal Flamme geben, ne? Okay, guck mal, dass du dir noch eine baust, weil die wird auf jeden Fall kaputt gehen. Jetzt brauchst du natürlich wieder Seile, ist klar. So, jetzt aber, ne? Perfekt. Okay, dann machen wir das jetzt mal, Leute, oder? Dann kann ich da auch wieder rübergehen. Und dann relativ chillig da den Kram einkaufen. Und dann hätte ich eigentlich das Hauptziel erstmal erreicht. Oh, ich habe vergessen, den Köder zu wechseln. Dann hätte ich eigentlich mein Hauptziel erstmal erreicht, ne? Aber stimmt, ich könnte mir ja dann auch neue Köder kaufen. Fallenschnapper, hatte ich den schon mal? Das sieht so besonders aus. Okay, die kommen mir irgendwie so vor, als habe ich die noch nie gesehen. Aber ich habe doch schon geangelt mit den neuen Ködern, oder? Komisch. Pufferlisk. Bim, 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 bim. Schaumspucker, alles klar. Ja, und wenn wir das dann hier alles so ein bisschen erledigt haben, Leute, das Ziel, dann würde ich natürlich die neuen Koordinaten eingeben. Und dann machen wir uns natürlich wieder auf den Weg, ne? Zum Storygebiet. Freue ich mich auch drauf. So einen Wal habe ich auch nie wieder gesehen, oder? Fällt mir jetzt gerade mal wieder auf. So, wie hast du denn noch? 9 Stück. Schön jetzt auch mit den Tieren und so, ne? Das ist schon alles echt richtig cool, ey. Ich mache mir natürlich noch so Gedanken, wo ich diese geile Seilrutsche baue, ne? Das ist ja eigentlich schon voll mein Ding. Aber ich habe irgendwie so wenig Platz auf dem Floß, Leute. Oder ich bin zu unkreativ, die geil zu integrieren. Das kann natürlich auch sein, ne? Aber wie so häufig in so einem Spiel ist es so, wenn ich jetzt noch mal von vorne anfangen würde, mit dem, was ich so ein bisschen gelernt habe, würde ich auch mir komplett das Floß anders bauen. Das ist ja klar. Das ist ja immer so. Das ist ja bei Valheim ist das ja auch gerade wieder so ein Riesenthema. Nur da bin ich leider noch nie in der Folge fast 100 gefühlt, dass ich jetzt nochmal anfangen würde. Außerdem habe ich ja grundsätzlich zwischendurch nochmal vorne angefangen, wenn ihr euch daran erinnert, als ich diesen Fauxpas mit dem leichten Schwierigkeitsgrad hatte. Da habe ich ja ungewollt angefangen nochmal. Aber ich werde es bestimmt irgendwann privat nochmal zocken. Vielleicht auch nur mitbauen. Obwohl die Story-Gedöns schon ganz geil ist auch, ne? Wobei man in dem freien Bauen-Modus, da hat man dann bestimmt sowieso schon alle Baupläne, oder wie läuft das dann? Ich weiß es gar nicht.
So. Ein Sternenhimmel heute? Nee. So, also von denen habe ich jetzt super viel. Okay, einer noch, Leute. Dann kann ich wieder fett einkaufen gehen. Oder verkaufen. So, guck mal, den einen Fisch, den kannst du ja von mir. Wobei, ist das so ein geiler? Nee, das ist eine Makrele. Bäms. Guck mal, hier kannst du ja auch mal wieder nachfüllen. Vielen Dank. So, Titan gesammelt. Geil, da ist er, der gute Boy. Den packe ich natürlich gleich rein hier. Sehr wichtig, der Kollege. So, sind da jetzt noch. Nee, da war jetzt nichts mehr fertig, ne? Okay. Gut, die Frage ist. Gut, wir werden ja eigentlich super viel davon sammeln noch, oder? Auf den Inseln jetzt. Wenn ich da noch mal ein paar Bäume abklapper, Leute, dann mache ich das mal noch. Scheiß drauf. Jetzt, wo ich wieder dabei bin, Leute. So, perfekt. Vielen Dank. So, guten Morgen. Höfe ist auch wieder am Start. Also, was hast du jetzt hier noch zu fräsen? Nichts Geiles eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Könntest natürlich auch mal. Diese ollen Kartoffeln da, die da in der Kiste, die ich da gesehen habe, die könntest du jetzt natürlich auch mal. Rausholen. Da hast du noch eine Makrele. Hier, und ich habe hier drin, habe ich doch das hier noch gesehen. Genau. Ich meine, das könnte man ja auch mal wegschnabulieren. Geil. Dann du noch. Weil das so rum immer geiler ist. Damit ein Platz wieder leer wird. Geil, Leute. Okay, dann gehen wir jetzt einkaufen. Und diesmal nehme ich die Bitcoins mit, weil ich glaube, wir müssten es jetzt schaffen, glaube ich, die neue Stufe zu erreichen, Leute. Okay, heißt dort. Bim, 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 bim. Oh, das wird ein Pfannofan jetzt, Leute. Die Frage ist nur, wie teuer sind die eigentlich, ne? Da habe ich auch gar nicht drauf geachtet. So, guten Morgen. Ich komme wieder zum Einkaufen vorbei. Hallöchen. So, erstmal verkaufen. Ihr. Nice, 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 nice. Ja, und das sind wir am Start, Leute. Ach so. Na doch, die bringen mir ja trotzdem noch Münzen jetzt, ne? Geil. Noch mehr? Haben wir noch einen anderen besonderen Fisch? Nö. So, jetzt geht's. Leute, das sind wir. 3 Stück für
Da brauche ich natürlich auch Müllwürfel, Leute. Experten Angelköder. Okay. Hält Seemöwen von deinen Anbauflächen fern. Fortgeschritten. Geil. Kühlschrank. Kann Lebensmittel und alles andere aufbewahren. Lange Zugbrücke. Surfbrett. Wikingerhorn. Trading-Post-Kassette. Ah, geil, Leute. Das würde bedeuten, ich könnte dann die Mucke bei mir hören, ne? Fellflasche? Detail? Detailplanke? Was ist das? Keine Ahnung. Oh, den Taucherhelm hätte ich gerne. Das wäre ja voll meins, ne? Das Ding. Oh mein Gott. Okay, ich brauche ganz viele Müllwürfel, Leute. Okay, wir wären hier noch nie fertig. Ich muss hier noch ein bisschen Arbeit machen. Aber ich mache es gerne. Huch. Oh, yes, Leute. Okay, wir haben es auf jeden Fall erreicht. Und ich habe jetzt sogar auch so viel von den Bitcoins, dass es sich auch lohnt, da jetzt richtig durchzustarten, ne? Aber die Titanerze sind natürlich eigentlich erstmal am wichtigsten, ne? So, ist ja wirklich nirgendwo ein Schwein. Ich kann das gar nicht glauben. Das wird mich jetzt gleich wieder erschrecken. Okay, ich hack rein, Leute. Okay, dann muss ich da Müllwürfel, ne? Habe ich das eigentlich schon mal jemals ausprobiert? Ob ich auch die Samen da reinschmeißen kann? Das wäre jetzt schon mal eine andere Nummer, ne? Wenn ich das machen könnte, dann wäre das ja eigentlich auch ganz geil, damit ich die Samen mal loswerde. Das sollte ich wahrscheinlich noch mal ausprobieren. Vielleicht habe ich es auch schon gemacht. Aber wie so häufig kann ich mich nicht dran erinnern. Bims. So, schau doch mal von hier oben. Kein Schwein hier. Ich brauche doch Leder. Okay, liebe Leute. Dann haben wir jetzt doch noch mal eine kleine Aufgabe hier. Ich muss jetzt doch noch mal so ein bisschen ein paar Müllwürfel erstmal herstellen, damit ich hier zufrieden von der Insel abdampfen kann, liebe Leute. Und das machen wir. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal mit dabei seid, Leute. Ich sage vielen lieben Dank fürs Reinwunsen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Raft. Tschüss, Leute!